So, Dami Scharf, herzlich willkommen zu unserem Gespräch, Interview. Ich mag es lieber, wenn man das Gespräch nennt, weil es auch ein sehr persönliches Thema ist. Du beschäftigst dich schon lange mit dem Thema Trauma, mit den Wunden in unserem Leben. Und es hat ja immer etwas mit unserer Biografie zu tun, warum wir zu etwas kommen, also wenn es unser Beruf, unsere Berufung ist. Magst du kurz dich vorstellen, was du machst und wie du auch dazu gekommen bist? Gerne. Ja, erstmal vielen Dank auch für die Einladung, Jan, dass ich hier sein darf. Und ja, wie bin ich zu dem Thema Trauma gekommen? Letztlich natürlich über meine eigene Geschichte und Entwicklung. Und weil ich gemerkt habe, ich habe irgendwann endlich Psychotherapie gemacht, irgendwie mit Ende 20. Und weil ich immer über dieselben Stolpersteine gestolpert bin und gedacht habe, so kann das nicht weitergehen und ich bin einfach stockunzufrieden und irgendwas stimmt einfach nicht. Es gibt irgendetwas, was nicht stimmt. So, und dann bin ich eben in Therapie gegangen, war da auch lange und die hat mir wirklich auch mein Leben wirklich gerettet. Also ich wäre heute nicht mal annähernd da, wo ich bin, wenn ich diese Jahre da nicht gesessen hätte. Aber ich fand vorher auch schon immer das super spannend. Ich war ja Vendo-Trainerin. Ich habe Selbstverteidigung, Selbstbehauptung für Frauen und Mädchen gemacht. Und auch da war ich eigentlich ja mitten im Thema drin. Nur, dass es halt vor 35 Jahren das Wort Trauma eigentlich überhaupt noch nicht gab, halt in der Welt. Also heute ist es manchmal ein bisschen überstrapaziert. Ich habe bei Google halt eine Search-Suche gesetzt mit Trauma. Da kommt dann auch so das Trauma der, keine Ahnung, von irgendeinem Fußballverein, weil es verloren hat. So, das finde ich immer so ein bisschen kritisch. Ich so, nee, bitte nehmt das Wort einfach nicht dafür. Aber gut, so sei es. Aber damals gab es das eben überhaupt noch nicht. Und trotzdem hatte ich natürlich in diesen Workshops ganz viel mit Frauen zu tun, die eben sexualisierte Gewalt erfahren haben und eben die Folgen mit reingebracht haben in die Kurse. Und es gab so Phänomene, wo ich so dachte, warum passiert es bestimmten Menschen oder bestimmten Frauen in dem Fall immer wieder? Also wie kann das denn sein? Also wieso ist das Leben so schräg, dass bestimmte Sachen immer und immer wieder in unserem Leben auftauchen? Und letztlich bin ich ja deswegen auch in Therapie gegangen, weil es Themen gab, die repetitiv quasi wiederkamen. Und ja, und deswegen war ich sowieso immer neugierig und bin dann eben in eine Ausbildung gegangen, die damals auch noch sehr, sehr lange. Heute gibt es kaum noch Leute, die 5 Jahre Ausbildung machen, einmal im Monat und noch mit Sommercamp eine Woche und so. Aber ich denke, Psychotherapie sollte so lange Ausbildung durchaus haben. Das ist etwas, was ich nie bereut habe, so lange einfach mich auch mit mir konfrontiert zu haben. So. Ja, und dann war ich da auch damit irgendwann fertig und habe gedacht, okay, und irgendwas fehlt mir immer noch. Offensichtlich habe ich eine größere Macke als die anderen. So, weil es gab einfach Sachen auch in der Ausbildung, die mir überhaupt nicht gut getan haben, aber ich wusste halt einfach nicht, was mit mir passiert. Heute weiß ich, das war viel zu viel und ich bin einfach dissoziiert. Ich war überhaupt nicht mehr dabei und habe zu Hause Tage gebraucht, um mich wieder irgendwie zusammenzusammeln. So. Und dann habe ich mich eben nochmal auf die Suche gemacht. Und dann bin ich endlich quasi auf das Thema Trauma das erste Mal gestoßen. Und das war wirklich so Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und dachte auf einmal, wow, auf einmal erklärt sich mein Leben. Woher kennen die mich? Also es gibt ja so Bücher, die liest man und denkt so, woher kennst du mich so? Das So ist ist, es. und das war bei mir bei dem Thema eben einfach total der Fall. Also, und ja, und dann bin ich damit gegangen und habe halt da die ersten Ausbildungen gemacht und habe aber dann gemerkt, irgendwas stimmt immer überhaupt noch nicht, weil damals war einfach alles über Schocktrauma. Das heißt, über ein Schocktrauma ist eben ein großes singuläres Ereignis. Das kann eine Vergewaltigung sein. Das ist das, wenn man gesellschaftlich fragt, was ist Trauma, dann ist das momentan angekommen. Ah ja, das gibt es. Flutkatastrophe, klar, traumatisch. Krieg, traumatisch. Vergewaltigung, traumatisch und so weiter. Aber A, gibt es Schocktraumata, die sind sehr viel unauffälliger. Das kann ein Sturz vom Rad sein.
oder ein plötzliches Verlassenwerden von einem Partner oder. Und aber das war einfach das Thema. So war das umgrenzt. Und viele kamen dann so in Therapie mit dem, ich habe schon ganz lange Therapie gemacht, du, aber du hast ja jetzt hier, machst ja Trauma. Ich würde gerne noch so ein paar 5 Stunden machen, damit ich bin halt vergewaltigt worden oder sexuell missbraucht worden in meiner Kindheit, damit ich das auch noch integrieren kann. Und das hat natürlich null funktioniert. Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich einfach eine grottenschlechte Therapeutin sein muss und habe einfach erstmal aufgehört. So, und war ein Jahr auf Weltreise mit dem Fahrrad. So, und da habe erstmal wirklich ganz viel Abstand gehabt zu diesen ganzen Themen. Und das war total gut. Und als ich wiederkam, dachte ich eigentlich auch, ich mache damit auch gar nicht weiter. Und wieso sollte man und überhaupt? Und dann bin ich durch Zufall auf das Thema Selbstregulation gestoßen und dann direkt danach Entwicklungstrauma. Und das war dann wirklich für mich persönlich so der endgültige Schlüssel zu mir selber vor allem, aber auch zum Begreifen von meinen Klienten, aber eigentlich auch zum Begreifen, wie die Welt eigentlich momentan drauf ist. So, und Entwicklungstrauma ist eben auch, das Wort Trauma ist da super unglücklich, sag ich immer, weil man dann eben immer wieder diese großen, großen, furchtbaren Dinge hat. Aber Entwicklungstrauma fängt eben da an, wo wir nach der Geburt alle unsere Generation weggelegt worden sind ins Nachbarzimmer. Oder dass wir nur alle 3-4 Stunden gefüttert worden sind. Oder dass auch bis heute sich ja hält, dass Kinder, Babys alleine schlafen müssen sofort oder so. Und Alleinsein ist für ein Baby eben sterben müssen eigentlich. Ja, ja. So. Und das ist alles Entwicklungstrauma bis hin, dass man vielleicht eine depressive Mutter hatte, die gar keine Mimik hat, gar nicht antworten kann, oder Eltern, die sich einfach gar nicht einfühlen können, weil sie sich selbst gar nicht fühlen. Das alles fällt unter Entwicklungstrauma und macht uns später eben das Leben, vor allem auch unser Bezug zu uns selber, ob wir uns mögen, ob wir mit uns gut sein können, wie ruhig wir sind in uns, auch unser Selbstbewusstsein natürlich, aber auch alle sozialen Beziehungen prägt eben, das ist eben von Entwicklungstrauma sehr stark geprägt. So, das ist mein Werdegang. Spannend. Ja, ich kann mir das schon so ein bisschen vorstellen, so mit deinem Fahrrad durch die Welt, dass man mal einen Absatz macht, meint, oh, ich lege das alles mal beiseite, nimmt es dann vielleicht nach einer Weltreise neu auf und kriegt eine ganz neue Perspektive. Und diese Momente kenne ich auch sehr gut, dass man so Schlüssel-Schloss-Momente erlebt, ne? Ob das manchmal ist nur ein Buch oder eine Einsicht, ein Gespräch, was aber eine neue Tür öffnet. Ne? Ja, das ist eine Gnade. Also Auf jeden Fall. Sehr spannend. Also du hast ja schon eine Unterscheidung reingebracht, die viele auch gar nicht kennen. Schocktrauma, Entwicklungstrauma. Bei mir war es so, also kurz von mir, ich habe auch mit einem Trauma zu tun, ein Schocktrauma. Als ich 5 Jahre alt war, ist meine Mutter gestorben. Wir waren 5 Geschwister. Und mein Vater war völlig überfordert und wir sind ins Kinderheim gekommen. Und später hat mein Vater wieder geheiratet. Und bevor wir aufgeteilt werden sollten in verschiedene Familien, sind wir dann doch wieder zusammengeführt worden. Aber es war dann auch eine lange Reise, ich sage immer so vom Dunkel ins Licht. Wir sind dann zuerst nach Eller, Düsseldorf Eller gezogen. Da gibt es das Sprichwort, lebst in Eller, stirbst du schneller. Das war wirklich eine scheußliche Zeit. Okay. Ich würde mal sagen, so über die Jahre bin ich dann immer mehr ins Licht und auch, ich bringe jetzt mal nicht meine Geschichte im Detail, aber auch durch vieles Durcharbeiten hin letztendlich, und das fand ich auch interessant, habe ich dann Theologie studiert und bin Pastor geworden. Und erst in den 40ern ist das ja oft so, dass man ein bisschen mehr Perspektive oder so eine Metaperspektive fürs eigene Leben bekommt. Und mir sind ganze Kronleuchter aufgegangen, was mein erstes Trauma, also Schocktrauma würdest du es wahrscheinlich nennen, im Kinderheim, ja, beides, mit Theologie zu tun hat. Also dieses tiefe Bedürfnis, Dinge wieder zusammenzubringen, Versöhnung hineinzubringen in Lebensgeschichten. Oder auch, also für mich wäre das zum Beispiel, Glaube, ein Nachhausekommen. Also du bist ja sozusagen aus deinem zu Hause gefallen. So. Ja. Und ganz oft suchen wir dann halt
in einer höheren Ordnung ein neues Zuhause. Und das ist auch das, was viele Menschen mit Trauma machen, was gut sein kann und schlecht, weil sie ihren Körper verlassen wollen, also weil sie eben nicht hier zu Hause sein wollen, auf dieser Erde, in diesem Körper. Dann nennt man das so Spiritual Bypassing. Also ich will einfach an dem irdischen Leiden vorbei, sofort Ganz zur Erlösung. Genau. Und aber, sage ich mal, die Suche danach, nach einem Zuhause, ist natürlich das, was uns alle, glaube ich, antreibt, wenn wir das nicht hatten. Ja. So, ich glaube auch, dass allein wegen dem Titel, das Kind in mir muss Heimat finden, die Frau Stahl so viel Erfolg hat mit dem Buch, weil so viele Menschen sich heimatlos fühlen, letztlich in sich selbst und so verloren sich fühlen. Und das hat viel damit zu tun, dass wir eben nicht gut willkommen geheißen worden sind, schon als Babys, also schon allein wie unsere Kultur Geburt gestaltet, aber auch eben, dass wir Eltern hatten, wo wir nicht ankommen konnten, als die Menschen, Kinder, die wir eben waren und mit allem, wer wir waren, auf Empathie und Liebe gestoßen sind. So, und das macht halt eben sehr, sehr viel aus von dem, was wir später suchen oder nicht suchen, oder dass wir halt einen Mercedes glauben, dass er uns glücklich macht. Das ist ja auch die Wiege, sage ich mal, von Konsumerismus, ist die Suche nach irgendetwas, was mich befriedigt, was mich glücklich macht, was mir das Gefühl gibt, wert zu sein, genug zu sein. Und leider eben hat unsere Kultur uns dann dahin gebracht, dass wir das immer im Außen suchen. Und bis wir dann eben alt genug sind, zu merken, das funktioniert nicht. Und da kann der Glaube natürlich eine große Hilfe sein, wie du sagst, also dieser Heimatgedanke, ist allerdings kein Selbstläufer. Man kann sich auch darin verirren, wenn man keine gesunde Anleitung bekommt, ne? Ja, genau. Und das ist, oder also man kann eben sich insofern verirren, weil man den Körper vergisst. Also weil es zu einem rein kognitiven, geistigen Idee wird. So. Und man sich quasi, und dazu neigen Menschen, die gerade sehr früh auch mit Trauma zu tun haben, eben sehr im Kopf zu leben und mit vielen Konstrukten und Gedanken und glauben, dass das das Leben ist, aber sie fühlen das eigentlich gar nicht in ihrem Sein, in ihrem Körper. Und das macht eben einen riesen, riesen Unterschied, ob ich in meinem Körper lebe und zu Hause bin oder in geistigen Welten und Ideen. Das macht einen großen Unterschied. Sehr groß, sehr gut. Das hat mich auch zur Körperarbeit geführt. Also ich mache auch Seminare, die sehr stark körperbetont sind. Auch das habe ich erst in meinen 40ern entdeckt, diese Körperarbeit. Ich bin auch eher mal intellektuell an die Themen rangegangen. Und da ist die Bibel natürlich ein großer Fundus. Ich nenne die Bibel inzwischen die kollektive Traumaverarbeitung der Menschheit. Denn wenn man da reinschaut, sind es alles Familiengeschichten, besonders im Alten Testament, wo Missbrauch, wo Traumata geschehen sind und der Versuch, das Ganze aufzuarbeiten. Total spannend und auch hilfreich. Aber die Körperarbeit, gut, dass du das ansprichst, das ist für mich auch sehr, sehr wichtig geworden. Ausgehend aus einer Begegnung mit einem Menschen, der aus Ruanda geflohen ist. Im Moment ist ja Afghanistan so auf unserem Schirm mit allen dramatischen Szenen, die wir kennen. Ruanda ist ein bisschen zurück, Hutu und Tutsis, die da im Konflikt waren. Und ich habe einen guten Bekannten, der ist dort geflohen. Er ist Afrikaner und er hat miterlebt, dass vor seinen Augen die Eltern umgebracht worden sind. Er ist in einen Sack gesteckt worden, in den Fluss geworfen worden, konnte sich befreien. Also dramatische Geschichte. Wenn du den sehen würdest, erleben würdest, man würde nicht glauben, dass der eine solche Geschichte hinter sich hat. Er ist ein so fröhlicher Mensch. Also ich kenne ihn ganz gut. Nicht alle Abgründe seines Lebens, aber vom Erleben, er hat geheiratet, hat hier einen Beruf, hat deutsche Sprache gelernt, hat einen Beruf erlernt, eine Familie gegründet. Und hier ist meine Frage, Dami, warum werden Traumata so unterschiedlich auch erlebt? Mancher erlebt so etwas wie hier mein Bekannter, hochtraumatisiert, würden wir sagen, und kommt aber doch so gut damit zurecht und hat nie eine Therapie gemacht. Und andere erleben vielleicht die Trennung der Eltern, was auch schlimm ist, aber haben einen Schaden, sage ich jetzt mal, fürs Leben. Kannst du dazu mal was sagen? Wie,
Wie unterschiedlich wird das so aufgearbeitet aufgrund der Persönlichkeit vielleicht? Ja, das ist einer der großen Rätsel des Lebens und der Psychologie, sage ich mal. Ich weiß von meinem eigenen Lebenslauf auch, eigentlich die meisten mit meinem Lebenslauf sitzen in der Psychiatrie oder keine Ahnung wo, aber auf jeden Fall nicht hier. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich denke, es gibt ein paar Persönlichkeitseigenschaften, die uns helfen, tatsächlich, die wir entweder mitbringen oder sehr früh eben sehr früh geprägt worden sind, wie zum Beispiel, gehe ich immer wieder in Beziehung. Ja. Also bleibe ich menschenfreundlich, obwohl Menschen mir grausame Dinge angetan haben. Ja. So, in dem Moment, wo ich, glaube ich, wo ich das kappe und quasi in die Autonomie gehen möchte und von niemanden mehr jemals brauchen will, nie mehr verletzlich sein möchte, in dem Moment verliere ich tatsächlich ganz viele Ressourcen, weil ich sehr, ich nenne das immer, also ich drehe mich eigentlich. Jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, ich bin doch im Urlaub. So. Also ich gebe mir quasi alle Antworten selber. Also Ja. ich gehe sozusagen in ein selbst, in sich selbst geschlossenes System mit mir. Ja. Und dadurch entgehen mir natürlich auch ganz viele Hinweise von außen. Also ich sage immer, wenn mir eine Person was kritisiert, dann kann ich noch sagen, die hat eine Macke. Aber wenn ich das immer wieder höre, zum Beispiel, dann kann ich nicht sagen, also ich kann mich dafür entscheiden, die Welt ist doof, ja, die Welt, irgendwie alle sind gegen mich, Ja. oder ich sage, oh, das sollte ich ändern. So, und ich gehörte, glaube ich, zu den Letzteren. Ich habe dann eben Dinge geändert, einfach um auch sozial mehr in Resonanz gehen zu können, was ja vielen total fehlt. Und das ist ein Punkt, den ich glaube. Das andere ist tatsächlich, kann ich meine Hoffnung behalten? Also, und ich habe gerade überlegt, also überlege gerade, ob ich dazu auch einen Blogbeitrag mache, weil ich dazu mehr gelesen habe, wie Hoffnung sich eigentlich zusammensetzt. Und für Hoffnung brauche ich den Glauben, dass ich meine Zukunft anders gestalten kann als die Gegenwart. Ja. Und ich glaube, dass für manche Menschen das über die Dauer von dem, was sie erleben, nicht mehr da ist. Also die haben kein inneres Gefühl für Zukunft zum Beispiel. Viele traumatisierte, also ein Wesen von starkem Trauma ist, dass ich nicht in die Zukunft mehr planen kann, dass ich eigentlich meinen Zukunftshorizont manchmal mit einem halben Tag, manchmal mit einem Tag oder vielleicht einer Woche eigentlich schon zu Ende ist. Und das hört sich für Menschen an, die das nicht kennen, hört sich das komisch an, aber ich kann quasi, früher dachte ich, mit 18 bin ich eh tot. Also das war mein Horizont, dass ich dachte, ich werde nicht alt. Ich konnte mir nicht mal ansatzweise das vorstellen. So. Du Und lebst, ja, ich lebe noch. Dami. So, Genau. aber auf jeden Fall, genau, und genau dieses Gefühl, was du sagst, dieses du lebst, das ist nicht angekommen. Also das ist gar nicht im System angekommen, im Ja. Körper angekommen, zu sagen, wow, ja, ich lebe. Ich habe das den ganzen Scheiß überlebt und er liegt jetzt Ja. hinter mir. Ja. So, sondern Trauma hat eben das Wesen, das sagt man so schön, Trauma hat keinen Respekt vor Zeit. Das ist immer jetzt. So, also was mir angetan worden ist, ist jetzt. Und mein ganzer Körper ist leider immer noch in Alarmzustand. Und ich antizipiere ständig Gefahr oder ich antizipiere ständig, dass Ja. Menschen mich enttäuschen werden oder Ja. dass ich einer bestimmt irgendwann verletzt werde von dir oder so. Und das verändert natürlich komplett das Leben, wie ich das Leben wahrnehme. Und eben habe ich ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Und das kann man eben Kindern abgewöhnen, ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. So, Ja. man muss sie einfach nur genügend begrenzen und immer ständig sagen, du taugst nichts, du bist nichts, du kannst nichts. Und da muss ich nicht mal einen Schlag ausführen für. So. Und dann habe ich eben irgendwann das Gefühl, ich kann mein Leben nicht gestalten, sondern es wird gestaltet von höheren Mächten, das Leben ist immer gegen mich und mein Leben ist wie ein Boot. Ich sitze da drin und es wird von da nach da. Und das kann zum Beispiel sein, dass dein Freund, wie alt war der, als ihm das passiert ist? Ende 20.
Ja, dass der quasi eine andere Grundlage hatte. Also ich habe mal von einer Kollegin oder einen Auszug von einem Artikel gelesen, wo es eben genau um diese Gewalt von den Hutsis und Tutsis ging und dass sie ganz viele Psychologen nach Hause geschickt haben wieder, weil die so westlich gearbeitet haben, weil die gesagt haben, nun erzähl mir das doch nochmal, das Grauen und wie war das denn und so. Und die wissen einfach, das taugt nichts. Diese Art von Traumaarbeit, die verstärkt das Trauma nur, wenn man das erzählen soll und nochmal erzählen soll. Das machen leider Therapeuten bis heute zum Teil, die nicht viel mit Trauma sich auseinandergesetzt haben. Und weil wenn ich es erzähle, erzählen bedeutet, wir sind ja Erzähltiere, also Menschen sind ja Geschichtstiere sozusagen. Und bedeutet es wieder lebendig werden zu lassen. Und das bedeutet, ich gehe jedes Mal wieder mitten in das Trauma rein und es verstärkt sich in all meinen Synapsenzellen und so weiter, verstärkt sich das und verstärkt sich das. Es gibt heute bessere und andere Methoden, mit Trauma zu arbeiten, als es zu erzählen. Vor allem bringt es nicht, weil das würde bedeuten, niemand von uns hätte noch ein Trauma, weil die meisten haben es mindestens ein, zweimal erzählt und wenn es dann weg wäre, das wäre super, ich fände es toll, aber ist halt leider nicht so. Und was die gemacht haben, was sie auch festgestellt haben von Kriegsveteranen in den USA, die aus dem indigenen Bereich kommen und da aus einer indigenen Kultur, die halbwegs intakt ist, die haben viel, viel weniger PTBS, weil sie einfach in der das als Gruppe aufnehmen, weil die in eine PTBS, Gemeinschaft fallen. posttraumatische Störungen. Belastungsstörung, Entschuldigung. Ja, genau. Also irgendwelche Traumafolgestörungen, weil ein Trauma-Mensch, der Gabor Maté, und der sagt was ich auch schon seit einigen Jahren sage: Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das Trauma das Erlebte ist oder das, wie hinterher damit umgegangen wird, das zu einem Trauma macht. Was passiert, wenn ein Kind wirklich einen schweren Unfall hat und es wird sofort aufgenommen? In sozusagen die Arme von Gemeinschaft und wird gesagt, das ist, war falsch, dass das passiert ist. Du bist jetzt sicher, wir haben dich, wir sorgen für dich, du kannst krank sein, du hast nichts falsch gemacht. So. Und also das ganze Paket, was wir uns alle als Erwachsene manchmal noch wünschen, mal zu hören: Ich habe nichts falsch gemacht, der andere hat was falsch gemacht. So. Und dass dadurch eben sehr, sehr viele Traumafolgestörungen, Folgeschäden würden gar nicht auftauchen, wenn wir so damit umgehen würden, wenn wir in eine Gemeinschaft reinfallen würden, die unsere Verletzung anerkennt quasi, sie nicht wegmachen will, nicht sagt, komm, da sprechen wir nicht mehr drüber oder mein Gott, stell dich nicht so an oder was auch immer in Familien damit handgehabt wird oder Kinder, die endlich wagen zu outen, dass jemand sie missbraucht und die dann sagen, nein, das kann nicht sein, der ist immer total nett. So, und dieses alleingelassen werden, das ist halt. Alleinsein ist inzwischen ja eine Epidemie. Und meiner Meinung nach kommt dieses Alleinsein eben wirklich daher, dass wir so viel alleine gelassen worden sind mit unseren Schmerzen, mit unseren Verletzungen. Wir waren immer, immer alleine damit. Wer hat sich dich angehört? Wer hat dafür gesorgt, dass du verstehst als Fünfjähriger, was da passiert ist? So. Und du hast dann gedacht, du bist nicht gut genug, dein Vater gibt dich weg. So. Und diese ganzen Gedanken, die wir uns eben als Kinder machen, wenn uns was passiert, wenn da jemand da wäre, der das auffängt, bin ich mir sicher, dass die Folgen von ganz, ganz vielen schlimmen Dingen nicht halb so schlimm wären, weil Trauma und Verletzungen gehören zum menschlichen Leben schon immer dazu. Aber wenn wir unsere Gesellschaft heute angucken, wie viel Spaltung da ist, wie wenig Menschen sich mit ihren Schmerzen beschäftigen wollen, mit ihrem Körper, wie viele ihren Körper hassen, so, und wie wenig wir in Empathie sind mit anderen Menschen oder mit der Erde. Ich kriege momentan einen Vogel, eine Nachricht nach der nächsten von Katastrophen. Und ich denke so, hey, jetzt müsste mal so durch die ganze G20 ein Schrei gehen, sagen, Leute, wir müssen uns jetzt zusammensetzen, wir müssen jetzt wirklich was ändern. Es geht wirklich los. Nein, das der Klima ändert sich nicht in 100 Jahren, sondern jetzt. Aber es passiert nicht, weil wir es nicht fühlen wollen.
Dami, jetzt wirst du ja richtig leidenschaftlich und, ja. Und ich auch, weil du hast da zwei ganz wichtige Punkte berührt aus meiner, auch aus meiner Erfahrungswelt. Also das mit dem zeigen können und berührt werden, das hat bei mir jetzt richtig was bewegt. Ich habe auf meinem letzten Seminar das so gemacht. Da ging es auch um Körperarbeit und es waren ungefähr 18 Teilnehmer dabei. Und ich hatte gesagt, jeder kann das jetzt mal machen, dass er schaut, es ging da um die Wunde, ja, die Wunde meines Lebens. Und ich hatte rote Bänder auf den Boden gelegt und eingeladen, dass man überall dort, wo man eine Wunde erfahren hat im Leben, entweder körperlich oder seelisch, innerlich, ein rotes Band markieren kann. Mhm. Da habe ich Musik aufgelegt, jeder hatte Zeit, sich die Band, ein Band, mehrere Bänder, so viel Bänder man will, anzubinden. Und dann sollte man rumgehen im Raum und nur mal anschauen, ja? Also bewusst werden, wir alle sind verwundet, ne? Und mal zu schauen, was das mit dir macht. Das war so bewegend, weil der Raum war voller bunter, voller roter, ich habe das rote Band genommen, ne? Die Leute waren voll, teilweise über und über am Kopf, an der Brust, am Hals, ne? Zugeschnürt, keine Luft mehr kriegen, all die Lebenswunden, die erfahren haben, die mal sichtbar zu machen und dann auch dann eingeladen, mal bei einer Person stehen zu bleiben und nur mal sich gegenseitig anteilnehmend anzuschauen. Das war ein so bewegender Moment. Tränen sind geflossen. Ich weiß nicht, was alles geschehen ist, auf jeden Fall sicherlich sehr, sehr viel. Deshalb danke, dass du es ansprichst. Ich glaube, dass das eine verlorene Gabe ist, ja, die wir wieder lernen müssen. Anteil nehmen an der Unperfektion, an den Wunden, an dem, was wehtut, wo wir eben nicht strahlen, ne, wie Social Media, alles gut, ne, sondern nee, da ist ganz viel Schattenarbeit zu tun. Ja, und also, sag mal, für mich sind Wunden ja gar keine Schatten, sondern sie wirklich einfach sind Teil unseres Lebens. Die machen unsere Persönlichkeit aus. Also ganz genau. Ich sitze hier wegen meinen Wunden sozusagen und was ich damit gemacht habe. Und aber der Punkt ist, wir wollen halt alle wirklich gesehen und gefühlt werden. Und wir werden nicht mal in unseren intimsten Beziehungen gibt es oft noch diese Räume, weil alle mit ihren Handys beschäftigt sind oder mit was anderem. Und dieses einfach beieinander sein und zu bezeugen, wow, das muss wirklich schlimm gewesen sein. Ja, so. Ganz genau. Und einfach jemanden in den Arm zu nehmen und zu halten, solange es eben braucht. Und das ist auch was eben auch oft in der Psychotherapie total fehlt. Diese ganz banale, ich nehme dich mal in den Arm, weil da eben noch ein Dogma gibt von aus dem frühen 19. Jahrhundert, was sagt, oh Gott, nein, viele Therapeuten dürfen nicht anfassen. So, die Körperpsychotherapeuten gehen das ja schon lange drüber, die machen das schon immer. Aber eben die klassischen Psychotherapien, da gehört Berührung nicht zum Repertoire. Und wenn ich mir das vorstelle, ich sitze da mit all meinem Leid und niemand reicht mir die Hand, dann denke ich, ja, so war es früher auch. Genau. Dafür muss ich keine 100 Euro zahlen. Also, dass ich da sitze mit allem, was ich habe. Vielleicht ist jemand teilnehmender. Mhm. Aber wir sind eben auch Berührungswesen. Ja. So, es nützt mir manchmal nichts, dass jemand nur teilnehmend schaut, sondern auch wirklich eine Hand oder wirklich muss mal einen Arm, weil das ist zu abstrakt. Also selbst ein mitfühlender Blick ist manchmal viel zu abstrakt. Wir sind eben auf die Welt gekommen und mussten erstmal am Körper eigentlich bleiben, weil wir viel zu früh auf die Welt gekommen sind. Wir brauchen körperlichen Schutz. Ja. Und wenn wir leiden, brauchen wir den eigentlich auch. Und so viele Menschen trauen sich das auch nicht mehr, auch in Freundschaften nicht mehr oder nicht mal in ihrer Liebesbeziehung, einfach Hand in Hand zu sitzen und sagen, ja, ich bin da. Ja. So, es ist, das berührt mich, was du erzählst. Ja. Ich bin einfach mit dir. Das geht nicht darum, was soll ich dir für Ratschläge geben für das, was dir passiert ist? Ja. Völlig sinnfrei. So, ja, dann du hast doch das Beste draus gemacht, Jan. Ja. Ein toller Mann geworden. Ja. So, guck mal. Du hast das Beste draus gemacht, war doch gar nicht so, wahrscheinlich doch nicht so schlimm. Und guck mal, du hast das Glück gehabt, du hast deine Geschwister wieder gefunden. Bla, bla, bla. So, und das bringt uns nur dazu, dass wir uns noch mehr verstecken. Ja, wir denken, oh ja, okay, nee, das will keiner hören. So. Und
Und das ist einfach ein so beieinander sein. Ja, ich empfinde das einen ganz wichtigen Punkt, weil das sagen wir, Traumata, Schmerz, wenn er sehr tief geht, wird ja verdrängt erstmal von der kindlichen Seele. Und das war bei mir natürlich auch. Ich habe das verdrängt. Ja. Ich habe zu vielen Gefühlen guten Zugang, Freude. Ich bin ein freudiger Mensch. Ne? Aber zur Trauer, bis heute ist das bei mir nicht so fließend. Ja? Hm. Und was du sagst, ich werde gerade erinnert an ein Seminar, wo ich selber Teilnehmer war. Es ging um ein Männerseminar. Und ich hatte ja auch keinen starken Vater, also einen Vater, der eher mal überlastet war, die Kinder in Kinderheim gebracht hat. Ne? Und auf diesem Seminar ging es auch um die Wunden des Lebens. Und ich habe dann berichtet, also der Leiter hat dann gesagt, oh Jan, berichte du doch mal von deinem Leben. Und ich habe dann von meinem Leben berichtet. Und dann gab es diesen, manchmal sind das ganz kleine Momente, das können nur ein paar Sekunden sein, die aber so tief gehen. Er hat mich dann angeschaut, nachdem ich meine Kurzbiografie da so erzählt habe, im Rahmen von, in der Runde von Männern. Und er sagte, du Jan, ich sehe einen kleinen Jungen, der einen ganz tiefen Schmerz in sich trägt. Mhm. Und wie er das anteilnehmend gesagt hat, das hat mich so berührt. Und ich vermute, da ist etwas wirklich in mir geschehen, was sehr, sehr heilsam war. Also diese Berührung durch wenige Worte, aber vom Herzen gesprochen. Mhm. Und das ist das, was du auch meinst, ne? Dieses Anteilnehmen und gesehen werden, eben auch mit den Wunden unseres Lebens. Ne? Mhm. Ja, weil wir dann, also das, was ja das Schöne ist, was wir auch in unseren Gruppen oder auch in Einzelnen gibt es auch natürlich, ist, als würde es plötzlich still werden. Es gibt, als würde ein anderer Raum aufgehen. Ja. Ja. Und der Johannes Schmidt, denke ich, der sagt dazu, so ein sakralen Raum. Das ist wirklich, wird stiller und wir kommen uns näher in der Stille. Ja. Und das macht allen Unterschied der Welt für jede Beziehung, die wir haben, wenn es diesen Raum immer wieder geben darf, wo wir zusammen in Berührung gehen. So, und das haben viele Menschen, haben das gar nicht in ihrem Leben. Viele haben es nie gelernt. Mhm. Viele wissen gar nicht, dass es das gibt, quasi so. Ja. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, das wieder zu lernen, einfach wirklich miteinander zu sein und wirklich hinzuschauen und eben keine Ratschläge zu haben füreinander, sondern wirklich damit zu sein, zu sagen, wow, wenn du das erzählst, ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie verzweifelt du gewesen sein musst oder was auch immer, aber eben nicht drüber wegzugehen, so, weil das sind wir so gewöhnt, dass andere über unseren Schmerz weggehen, eben auch unsere Eltern das getan haben. Ja. Und das macht eben eine Kultur davon, dass wir denken, wir müssen so sein. Mhm. Und dann gehen wir aber auch über den Schmerz von anderen weg, weil das große Dilemma ist ja, wenn ich da nicht hingehen möchte, wo es weh tut, und du gehst aber da jetzt hin, dann berührt das mich ja in meinem Schmerz. So, es gibt ja eine Resonanz. Mhm. Und wenn ich meinen Schmerz nicht aushalten möchte, muss ich deinen bekämpfen. Mhm. Ich muss mich davon wegbringen, sozusagen, weil ich es nicht aushalte. Ja. Und so gibt das eben leider wirklich so einen Ripple-Effekt, so durch die ganze, durch unsere ganze Kultur, dass Schmerz für etwas Schlechtes gehalten wird. Alle jagen nach dem Glück und Schmerz ist das Schlechte, was nicht da sein soll. Nein, Schmerz gibt unserem Leben ganz viel Tiefe und gehört eben zum Leben dazu. Und wenn wir den wegmachen, können wir auch Freude nicht in Tiefe haben. So ist es. So ist es. Ja, ganz wichtig, ganz wichtiger Punkt. Und je nachdem, wie ich mit Schmerzen umgegangen bin, deshalb sind diese biografischen Erzählungen auch sicherlich eine Hilfe. Wenn ich auch zugelassen habe, in den Schmerz hineingehen zu dürfen und zu können, darin begleitet worden bin, das brauchen wir. In dem Maße, glaube ich, können wir auch mitempfinden und Brücken bauen oder Türen öffnen für andere Menschen. Ich glaube, das ist die Qualität von so einer auch therapeutischen Arbeit, die wir beide ja auch im gewissen Rahmen machen. Ne? Ich habe noch einen Punkt, damit der mir so kommt mit Berührung, wo du sagst, du hast auch gerade das Wort Eltern genannt. Manchmal höre ich so Sätze, die kennst du wahrscheinlich auch, bei uns zu Hause wurde es, ging es sehr streng zu. Ne? Ja. Da gibt es so Formulierungen, wo ich so hellhörig werde und wenn ich dann nachfrage, wie war das denn genau, dann kommt oft das Thema Schläge, ja? Also dass Kinder geschlagen worden sind. Auch ich bin geschlagen worden von der zweiten Frau meines Vaters, meine Stiefmutter.
Und das ist ja schon, je nachdem, entweder ein Schocktrauma oder Entwicklungstrauma, ne, wenn es so hart Beides. zugeht, ne, so eine gewisse Härte in der Erziehung. Und ich weiß noch, ich glaube, bis ich 12 oder 13 war, bin ich geschlagen worden. Das letzte Mal dann mit einer so einer Gurke, so einer Schlangengurke, die dann kaputt gegangen ist. Hört sich jetzt lustig an, aber für mich war das wirklich ätzend. Ne? Und das war auch das letzte Mal, weil ich dann auch selber aufgestanden bin. Ne? So. Was kannst du denn dazu sagen? Also es ist ja eine Beschämung, die dann reinkommt, ne, dass wir geschlagen werden von Eltern, auch wenn es so unwirsch geschieht, ohne Vorhersage, so plötzlich. Ne? Aber das haben sehr, sehr viele erlebt. Ja? Kannst du dazu was sagen, wie dieses Bewusstwerden oder auch Anerkennen, ich bin gedemütigt worden als Kind, das ist ja auch ein Aufbegehren gegen die Eltern, ich bin geschlagen worden. Und ich muss das jetzt mal benennen. Was sind da deine Erfahrungen, wie wichtig es ist, das zu benennen als eine Beschämung, als ein Unrecht? Ja, auf jeden Fall. Also weil Kinder neigen ja dazu, dann zu dem Schluss zu kommen, mit mir muss was falsch sein. Wenn ich so behandelt werde, muss mit mir was falsch sein. Weil wir eben nicht auf die Idee kommen als Kinder oder sehr wenige von uns zu sagen, meine Eltern haben einen Sockenschuss. Also hier stimmt was ganz gnadenlos nicht. Ich bin eigentlich okay, aber die sind echt ziemlich krank in der Birne. Ja, und geschlagen werden hat ja also mehrere Dimensionen. Also das eine ist, es ist einfach auch ein Verrat an meiner Liebe. Ja, also auch wenn in Erwachsenenbeziehungen geschlagen wird, das ist immer ein Verrat an der Liebe so und an meiner Beziehung zu dir. Was dem vorausgeht, also das ist ja eine Atmosphäre. Also sowas, das ist genauso wie manche Fragen, ist denn ein sexueller Übergriff in der Kindheit, das ist ein Schocktrauma? Ja, aber es ist auch immer Entwicklungstrauma, weil es geschieht ja nicht in einer leeren Blase oder in einer, wir sind eine total glückliche Familie und alles läuft super und wir haben super sichere Bindung und dann passiert aus dem leeren Raum passiert ein Übergriff. Das wird es nicht geben, sondern es ist ja eingebettet in eine Familienkultur. Ja. Ja, ich bin ja auch nicht sicher gebunden und alles ist super und meine Eltern sind ganz verständnisvoll und irgendwann kriege ich mal eine, werde ich plötzlich geschlagen. Das wird nicht so sein, sondern es ist eingebettet in eine Kultur von Angst letztlich. Und das heißt, ein Kind, oder ich kann es auch von mir sagen, ich bin auch schwer verprügelt worden, ein Kind lebt quasi eigentlich in der Dauerangst, diese Gewalt zu provozieren, von der ich nie wusste, was ist der Auslöser? Ich wusste es einfach nicht. Was ist der Auslöser? Es gab Dinge, da habe ich was angestellt und da passierte gar nichts. Und andere Tage, da habe ich gar nichts gemacht und trotzdem bin ich verprügelt worden. So. Und das heißt, ich lebe in einer chronischen Atmosphäre von Angst. Und was bedeutet das denn für unser Nervensystem, wenn ich Jahre und Jahre eigentlich Angst habe? So, und das ist ein Stresslevel, der eigentlich nicht zu verarbeiten ist, für Kinder sowieso nicht, aber auch für Erwachsene nicht. Bei Tieren weiß man, die sterben dann. Das ist so stark, wenn man ein unterlegenes Männchen zu einem Alpha-Männchen in den Käfig macht und das Kind und es kann keinen Abstand halten genügend, dann stirbt das unterlegene Männchen an dem Stress. Das heißt, wie muss man sich das vorstellen für ein Kind, was in dieser Atmosphäre lebt? Das heißt, die Schläge sind ja eigentlich nur die Eruption, wo es sichtbar wird. Aber darunter liegt ja ein Dauergefühl von Gefahr. Und ich weiß nicht, wann, wie, was über mich kommt. Und das andere ist die Energie, die sich vorher aufbaut. Gewalt hat ja einen Vorlauf quasi. Und die ist so beängstigend für ein Kind, weil die ist so groß. Das ist genauso wie ein Kind eben sexuelle Energie von einem Erwachsenen gar nicht verarbeiten kann, weil das eine so massive Energie ist für das Kind, hat das nichts zum Antworten. Das ist wie ein Tsunami, was einfach über das Kind drüber geht. Ja. Und
danach ist eben, ja, das ist sozusagen, dann weiß man, jetzt ist erstmal Pause. Ja, so. Aber insofern ist es immer eingebettet in einen größeren Rahmen, der sowieso schon nicht stimmig ist. Und es hinterlässt ein Dauergefühl von Stress, so egal ob gerade geschlagen wird oder nicht. Es ist einfach ein Dauerspannungsgefühl von, ich bin eigentlich, muss ich immer aufpassen und ich weiß nicht. Und wenn Eltern dann auch super unberechenbar sind, dann damit bricht man Kriegsgefangene. Ja, das, Unberechenbarkeit ist für uns das Schlimmste überhaupt, dass ich nicht weiß, wie begegnest du mir heute? So. Habe ich was Falsches gemacht? Jetzt geht's wieder los. So. Und insofern sind Schläge, würde ich fast sagen, fast immer traumatisch, vor allem in diesen Kontexten. Damit meine ich nicht, dass jemand, also ein Kind läuft auf die Straße los und jemand vor Schreck haut ihm eine, das so, und entschuldigt sich danach. Das, was wir alle nicht kennen oder wenigsten von uns kennen, ist eben die Reparatur von Beziehung. So, das können viele im Erwachsenenalter dann eben leider auch nicht. Aber jeder Beziehungsbruch braucht eine Reparatur. Und unsere Eltern haben die meistens nicht geleistet. Also nicht so, wie es sein sollte. Vielleicht haben im Glücksfall haben sie noch gesagt, oh, es tut mir jetzt leid. Aber es war so mehr, ja, es tut mir jetzt leid und du musst das jetzt auch akzeptieren. So, und wenn du es nicht akzeptierst, kriegst du gleich noch eine geknallt. So, das heißt, wir haben nie gelernt, dass jemand das anerkennt, den Schmerz von uns, und sagt, das war jetzt überhaupt nicht richtig von mir. Und du hast überhaupt nichts falsch gemacht. So, mir sind die Nerven durchgegangen, aber was auch immer. Aber insofern ist es eben nie nur der Schlag selber. Da hängt so viel dran an Verrat, an Demütigung, an Beschämung, an ich bin es nicht wert, ich muss schlecht sein. Das ist so schrecklich. Also es ist einfach Und das ist natürlich ein Thema, was die meisten von uns wohl betrifft in irgendeiner Form. Ne? Erziehung ist natürlich auch, ich habe jetzt Kinder und weiß, wir machen es nicht richtig. Ne? Vater sein bedeutet immer auch etwas schuldig zu bleiben. Ich kann meinen Kindern nicht alles geben, was sie brauchen und bringe natürlich auch meine unverarbeiteten Themen rein. So, ne? Vielleicht dazu noch kurz, Dami. Was würdest du sagen? Manche sagen, oh, Vergebung ist ein ganz wichtiger Punkt, auch den Eltern zu vergeben für das Unrecht, was uns angetan worden ist. Und das empfinde ich als eine Spannung. Man kann es zu früh machen, also indem man es abkürzt, ja, also die Eltern entlässt aus der Schuld, ohne wirklich zu schauen, was hat es denn an Spuren hinter mir gelassen? Denn ich möchte ja frei werden. Ich will nicht nur vergeben, sondern ich brauche Heilung. Ne? Und man kann aber auch es verpassen, so würde ich sagen. Bei mir war es so, dass ich die Wut irgendwann mal richtig zugelassen habe. Ich habe sie gespürt, das Unrecht, was mir angetan worden ist, das zu durchleben und auch in eine Anklage zu gehen. Ja. Dann aber zu dem Punkt zu kommen, wo ich sage, ah ja, auch ich werde meine Themen weitergeben, so wie meine Eltern es weitergegeben haben. Und ich will bei dieser Anschuldigung nicht stehen bleiben, sondern in die Freilassung. Also ich habe dann auch vergeben und das war also dieses Gesamtpaket von Durchleben, aber auch Vergeben. Das hat bei mir ganz viel Versöhnung, innere Versöhnung gebracht. Würde ich jedem empfehlen, so umzugehen. Was ist noch dein Gedanke oder deine Erfahrung dazu? Ja, ich finde es ein sehr schwieriges Thema, weil es so gehypt wird als Pflichtprogramm. Und davon würde ich gerne alle freisprechen. Ich muss nicht vergeben. Ich kann ein wunderbares Leben haben, ohne das zu tun. Die Person, der ich vergeben muss, um ein gutes Leben zu haben, bin ich selber, weil wir als Kinder uns eben selber anklagen und das meistens als Erwachsene weiterführen, ja, dass wir nicht gut genug sind, dass wir schlecht sind, dass wir was Schlechtes machen, dass wir es nicht wert waren, dass irgendwas mit uns falsch ist und etc. etc. Das ist der Teil, wenn ich dahin komme, wirklich zu sehen, ich war ein Kind, ich habe nichts falsch gemacht, ich bin einfach in diese Familie reingeboren, die halt eben so ist, wie sie ist. Und heute muss ich damit halt machen, das Beste draus machen. So. Und die Verantwortung habe ich leider, die macht niemand für mich. Ich muss eben damit leben und ich muss mir vergeben, dass ich so verletzt war. Ich muss mir vergeben, dass ich mich klein gemacht habe. Ich muss mir diese, das ist für mich der wichtigste Part. Den lassen viele aus.
Wirklich. Also wirklich erstmal bei mir zu gucken, wofür fühle ich mich denn alles schlecht und schuldig und falsch und weiß ich nicht was und wo habe ich vielleicht wirklich ja immer weiter oder heute noch, diene ich heute noch meinen Eltern hinterher, um vielleicht doch noch so ein Fitzelchen Liebe abzubekommen, auch mir das zu vergeben, dass ich sozusagen hinterher krieche. Ja. Ja, so, und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich persönlich finde, es gibt ein paar Sachen, die sind nicht zu vergeben. Die sind auf dem Spektrum so weit oben. Wieso sollte ich das vergeben? Aber das, was ich, wohin ich kommen sollte, nicht muss, aber vielleicht von meiner Meinung, ist, meine Wut loszulassen. Weil die ist mir nicht dienlich. Wenn ich, solange ich wütend bin und hasse, womöglich auch hasse, jemand hat ja mal gesagt, ich weiß gar nicht, von wem der Spruch ist, hasse ist wie, dass ich selber Gift trinke und erwarte, dass der andere stirbt. Das ist gut, davon wegzukommen. Weil es ist weder hilfreich, noch macht es mein Leben besser. Weil ich bin diejenige, die auf der Wut sitzt. Ja, meine Eltern merken ja gar nicht. Das ist ja sozusagen so völlig, völlig vergeben. So, also ich mache mir mein Leben zur Hölle und meine Eltern oder der Täter oder wer auch immer merkt das ja überhaupt nicht. Das heißt, diese Wut wieder loszulassen und ins Leben zu gehen, das ist meiner Meinung nach die größte Strafe. Außerdem halte ich, also ich für den anderen, sag ich mal, so, außerdem halte ich, wenn ich so wütend bleibe auf jemanden, halte ich die Person sehr nah bei mir. Das ist was, was viele gar nicht verstehen, so, weil ich bin so dann verbunden noch mit der Person. Und für mich war klar, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht jeden Tag die so nah haben. So. Ja. Ich bin froh, dass ich erwachsen bin und raus bin, sozusagen. So. Und das finde ich wichtig, weil ich glaube, ein Leben mit Wut und Hass ist kein wirkliches anstrengend, Leben. Anstrengend, absolut anstrengend. Ja. Und ja, und ob man dann noch vergeben will, vielleicht ist das eben das Loslassen. Also zu loszulassen, zu sehen, ja, die haben so gehandelt, wie sie gehandelt haben. Es hat mit mir recht wenig zu tun letztlich, wie die gehandelt haben. Und das gehen zu lassen. Ja. Ob ich da sowas wie Vergebung noch hinten dran setze, kann ich machen. Vielleicht ist es schön, vielleicht nicht. Das ist also, für mich war ein wichtiger Punkt zu erkennen, dass ich dem nicht meine Liebe opfern muss. So, vielleicht ist das ein ähnlicher Prozess. Also viele haben dann das Gefühl, meine Liebe ist so verraten worden, ich werde nicht mehr lieben. Nachher verrät mich nochmal jemand. Und das ist ein Preis, der ist viel zu hoch. So, für mich war wichtig zu sehen, dass meine Liebe mir gehört. Die gehört weder meiner Mutter noch meinem Vater. Die können die nicht mitnehmen und die können die auch nicht kaputt machen. Auch wenn mir jemand das Herz bricht, der kann nicht meine Liebe mitnehmen, die Person, sondern die ist mir. Und das mehr und mehr dahin mehr zu gehen und die zu entlassen, waren, wie sie waren. So, das ist mein Prozess. So, ich habe Stress mit diesem, also eine Zeit lang wurde das ja sehr, sehr stark forciert, auch mit diesen ganzen Familienaufstellungen. Ich muss meinen Eltern da vergeben. Das fand ich ganz schlimm, weil ich glaube, das hast du auch gesagt, wenn ich zu früh vergebe, also künstlich vergebe, weil mir jetzt jemand, ein Seminarleiter sagt, tu das, dann bleibt nur noch eine Person, auf die ich böse sein kann, nämlich ich selbst. Ja? Wenn ich dir vergeben kann und ich bin aber noch wütend, dann muss ich wütend auf mich sein oder dann auf meinen Partner oder auf meine Kinder. Und das ist nicht heilsam. So, sondern das ist besser, dann zu sagen, ja, die machen mich immer noch wütend. Ich will da noch nicht vergeben, aber ich arbeite daran, dass es ich mehr bei mir sein kann, dass ich mit mir freundlich sein kann, dass ich mit den Menschen, die mir wichtig sind, freundlich sein kann. Und vielleicht gibt es irgendwann den Punkt, wo ich sage, ja, ich lasse euch los, vergeben oder nicht vergeben. Ja. So, ja, das ist ein komplexes Thema, ich weiß. Komplexe Antwort. Ja. Manchmal ist es ja, dass der entscheidende Punkt ist das Maß oder die Zeitfrage ist oftmals sehr, sehr entscheidend. Und das zu früh vergeben, ich denke, das ist so ein bitterer Punkt. Ne? Für mich gibt es aber auch das zu spät darin zu sein. Also für mich
Es gibt in der Bibel einen Satz, den ich mir gemerkt habe, da heißt es, solange es an euch liegt, haltet mit jedermann Frieden. Und das ist so für mich so ein Motto. Ich möchte Frieden halten, solange es an mir liegt. Und dazu gehört Vergebung. Und das ist ein schönes Lebensgefühl. Also ich kann wirklich sagen, ich habe einiges schon auch Schweres erlebt, aber ich kann sagen, und das ist für mich sehr befreiend, also ich habe wenig Gepäck, so fühlt sich das an, dass ich mit allem, was geschehen ist, wirklich Frieden habe, in dem Sinne, dass ich keinem mehr etwas vorhalte. Also die Verwundungen, Enttäuschungen, die ich erlebt habe durch Menschen, auch meinen Eltern, ich halte da nichts mehr vor. In dem Sinne habe ich vergeben, sie freigelassen und da ist keine Negativbindung mehr. Das ist für mich Vergebung. Und anders ausgedrückt, ich will nicht mehr Rache üben. Also wenn ich da noch überlege, ich habe noch einen Mensch, wenn ich den sehe oder an ihn denke, dann geht gleich wieder Klack, so ein Rachegedanke. Ich wünsche ihm Böses, dann bin ich belastet. So empfinde ich das. Und Vergebung heißt für mich, die Menschen freizulassen, zu entlassen und damit auch mich zu entlasten. Das macht so ein schönes, leichtes Lebensgefühl. Ja, und das kann ich unterschreiben. Ich glaube, ich habe einfach mit diesem biblischen Vergebungsdings, da bin ich nicht so gut mit. Aber ja, auf jeden Fall, weil also wenn ich da mit meiner Wut dranhängen bleibe, das bindet meine ganze Energie. Ja. Das ist so sinnvoll. Ja, ja. Ja. Also das ist einfach der Punkt zu erkennen, es macht keinen Sinn. Es bringt nichts Gutes in mein Leben. Es bringt auch nichts Gutes in die Welt. Also das ist eine Frage, die für mich immer wichtig ist. Bringt es etwas Gutes in mein Leben, wenn ich dich jetzt beschimpfe? Ja, ja. Ja, es bringt 2 Minuten Entlastung. Und ansonsten macht es unsere Beziehung kaputt für den Rest unserer Tage. Also lasse ich es doch lieber. So. Und das ist für mich eine Frage, die auch im Alltag immer einfach ganz wichtig ist, wie ich mit Menschen umgehe. Bringt es unsere Beziehung nach vorne? Ja. Oder wird es sie kaputt machen? Ganz genau, ja. Und das ist für mich einfach die große Frage darin. Und genau, und du nennst das Vergebung. Ich, wie gesagt, ich bin nicht so mit der Bibel und so, aber und diese Geschmacksrichtung, die hat für mich manchmal was Schwieriges, aber sei es drum, wie jeder glücklich wird. Ja. Dami, ich habe noch eine Frage. Wir sind schon eine ganze Weile dabei, aber ich habe noch so eine schöne Abschlussfrage. Oder eine wichtige, sagen wir mal so, wie ich das denn so erkennen kann, ob in dem Sinne, ob es jetzt Entwicklungstrauma ist, Schocktrauma, inwieweit ich da mal rangehen sollte. Weil ich glaube, oder meine Erfahrung ist zurzeit auch, es gibt ja so viele Themen, die so virulent sind, die wir richtig triggern können. Ob das jetzt Corona mal ganz oben auf, was uns alle beschäftigt, da kommen also Freiheitseinschränkungen vom Staat, ja, und also Dinge, die ich vielleicht nicht kapieren kann, nicht verstehen kann, denn gerade das Thema Corona kann man aus verschiedensten, aus tausenden von Blickwinkeln sehen. Und je nachdem, wie ich das verstehe, komme ich mit den Regularien überhaupt nicht zurecht. Und das ist so meine Überlegung, warum gibt es so viele Menschen, die in dem Sinne auch richtig abdrehen und nur noch in einem ganz tiefen Negativspirale drin sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass da was getriggert wird. Da sind wieder Erwachsene, also Eltern, Autoritäten, die sagen, du warst nicht artig und du bleibst zu Hause, du hast Stubenarrest, Freiheitsentzug. Diese ganzen Themen wird ja nicht weniger, sondern unsere Welt wird eher mal komplexer und umso leichter werden wahrscheinlich auch Themen in unserer Biografie berührt. Also womit ich mich beschäftige, ist die innere Aussöhnung. Wie kann ich im Frieden leben? Und dann, und ich glaube, da gibt es die engste Verbindung, je nachdem, wie viel Frieden ich in mir trage, diesen Frieden kann ich nach außen tragen, in andere Beziehungen, bis hin in Gesellschaftsformen, wenn wir mal weiterdenken. Was könntest du vielleicht als Tipp geben, wann sollte ich mal tiefer gehen, zu schauen, wo gibt es da einen Trigger, der immer wieder ausgelöst wird und was hat das mit dem Trauma zu tun? Also der Johann Hari in den 21 Tipps fürs 21. Jahrhundert, glaube ich, heißt das Buch ja, der sagt, eine der wichtigsten Fähigkeiten für die Zukunft wird sein, er nennt es ein bisschen anders, Selbstregulation und Beziehungsfähigkeit.
Und das würde ich so 100% unterschreiben, weil je komplexer die Welt wird, desto weniger Regulation bekommen wir von außen. Also das, was immer mehr wegfällt, in der Körperpsychotherapie nennt man das Containment, ist quasi der Halt von außen. Ja. Wir müssen uns alle immer mehr selber halten. Also früher, also als ich noch jung war, das erste Mal geraucht habe, wusste ich, ich darf von niemandem, von keinem Erwachsenen gesehen werden, weil jeder Erwachsene mir sagen wird, dass ich das Ding ausmachen muss. Das war quasi ein Container. Ich musste das nicht selber machen, sondern der war einfach da. Das hat sein Gutes und sein Schlechtes. Ich will nicht die alten Zeiten wieder herbeireden, sondern einfach nur zu sehen, verstehe ich, genau. Das ist immer weniger. So, das heißt, wir fallen eigentlich alle ein bisschen ins Nichts. Ja. Wir dürfen alles können, alles vermeintlich. Und niemand sagt was, wenn ich meinen Dreck auf die Straße werfe. Es ist einfach, wir haben immer weniger Rahmen quasi. So. Und das heißt, je weniger wir das haben, desto mehr brauchen wir so etwas wie Selbstregulation, dass ich meine Emotionen fühle und eine Pause zwischen Reiz und Reaktion machen kann. Sehr verkürzt. Wir brauchen aber auch die Fähigkeit, in Beziehung zu gehen, weil wir werden alle, also ich persönlich bin ein großer Fan der Wahlfamilie. Ja, ich bin halt nicht mit meiner Ursprungs-, die ist meistens auch tot, aber bin da nicht verbandelt. Ja. Aber ich habe mir sehr früh eine Wahlfamilie aufgebaut, die wirklich füreinander da sind. Wenn ich wüsste, wenn ich morgen krank werde, ich falle nicht ins Nichts, sozusagen so. Und die Kleinfamilie von heute ist meiner Meinung nach viel zu kurz gedacht. Die kann das gar nicht leisten, alles. Also was es braucht, was wir brauchen für Sicherheit oder für Bezugnahme so. Und auch da fallen immer mehr eben Konzepte wie Vereine, wie das fällt immer mehr weg. Und sozusagen die Leute sind immer mehr auf sich gestellt oder es gibt immer mehr Ein-Personen-Haushalte und so weiter. Und die sind zum Beispiel überhaupt nicht mitgedacht worden in der Corona-Krise. Ja, man kann Leute nicht alleine monatelang in ihre Wohnung sperren. Das geht psychologisch einfach nicht. Die Leute gehen vor die Hunde. Ja. So, und diesen, das heißt, wir müssen dieses Lernen, mit unseren Emotionen zu sein. Und eben nicht immer zu reagieren sofort, sondern wirklich zu gucken, auf was reagiere ich jetzt eigentlich? Ist das was, was in mir passiert oder ist es wirklich was, was draußen ist, was eine Reaktion erfordert? Aber in vielen, vielen Fällen, gerade in Zwischenmenschlichen, reagiere ich natürlich eigentlich auf meine Geschichte und nicht auf dich, was du gerade tust. So, vor allem, wenn ich merke, Emotionen sind total massiv. Ja. Meine Reaktionen sind super massiv. Dann sollte ich immer mal gucken, wo kommt denn so viel Hitze jetzt her, sozusagen? Ja, wenn du sagst irgendwas und ich fange, so, dann weiß ich meistens, das kann gar nicht gewesen sein, weil zwischen uns ist diese Stimmung gar nicht, sondern das muss was in mir sein. Und aber das ist das, glaube ich, was eben wichtig ist zu lernen, aber dafür müssen wir den Blick von außen nach innen wenden. Das ist, da kommen wir nicht drum rum, sozusagen. Und gleichzeitig leben wir aber in einer Welt, die ganz dringend den Blick nach draußen braucht. Ja. Sozusagen, weil wenn wir jetzt nicht handeln, handeln wir eben nicht mehr so. Also das ist eine Balance, die für jeden von uns total anstrengend ist, weil eben auch gerade, wenn wir nach außen gucken, Hilflosigkeit kommt. Was kann ich machen? Was soll ich tun? Ja. So. Und da einen Weg zu finden, nicht in die Hilflosigkeit zu fallen, wenn ich Nachrichten gucke. Ich habe neulich recht gelesen, aber ich weiß leider nicht mehr den Urheber. Und zwar haben die eine Untersuchung gemacht, wirklich von Leuten, die viel Nachrichten und viele Talkshows gucken, dass die mit bestimmten Themen viel traumatisierter sind als andere. Okay. Wow. So, weil du nämlich nichts tun kannst. Du bist immer nur Zeuge. Du guckst immer nur zu und guckst es dir an und guckst es dir an und kannst nichts tun. Und sinnvoll wäre, wenn wir alle irgendwo ein Gefühl hätten, das kann ich beitragen. Das kann ganz ich beitragen. Genau. Vielleicht nur so wenig, aber das kann ich beitragen. Und ich kann lernen, freundlich zu sein. Ich kann hier was geben und
da was in die Welt bringen. Das, die Welt ist besessen von, was kann ich bekommen? Ja, was, wo kriege ich was her? Aber mal wieder zu besinnen, wenigstens 50-50, zu sagen, was kann ich denn beitragen mit dem, was ich habe? Und ja, und das und lernen, wie gestalte ich eigentlich Beziehung, wie gestalte ich Gemeinschaft? Ja, und das wären für mich die wichtigen Dinge. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also dieses Sehen, ne, das uns, ich will es nur noch mal kurz betonen, weil ich glaube, das wäre ein gutes Takeaway, ne, dass wir ein ganz natürliches Bewusstsein dafür haben, das, was ich sehe, damit stehe ich in Verbindung, da habe ich auch eine gewisse Verantwortung. Aber wir sind eine mediale Gesellschaft, wir sehen alles. Aber ich kann nicht für alles Verantwortung zu haben. Ich kann auch nicht mit allen verbunden sein. Und diese Überlastung durch das, was wir sehen und aufnehmen und das nicht handeln können, wie du es so sagst, ne? Das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir alle mal drüber nachdenken sollten, wie viel lassen wir durch unsere Augen und Ohren in uns hinein. Ne? Ja, David, das ist so spannend. Ich könnte mit dir jetzt noch 2 Stunden weiterreden. Dankeschön. Aber ich danke dir jetzt auch erstmal. Du bist ja im Urlaub und hast dir dennoch Zeit genommen für unser Gespräch. Das finde ich ganz, ganz klasse. Vielleicht kannst du in einem Satz, ich gebe dir 2 Sätze, aber nicht mehr. Nietzsche hat mal gesagt, wer sein Warum gefunden hat, erträgt jedes Wie. Ist jetzt kein Satz zum Thema Trauma, aber bringt so auf den Punkt, wie wichtig das Wie ist. Könntest du sagen, warum machst du das, was du tust? Du hast ja, bist ja sehr stark mit deiner Biografie verbunden. Was wäre dein Satz? Warum tust du das, was du tust? Das ist total lustig, weil das versuche ich seit Jahren für mich selber zu beantworten. Das finde ich extrem schwer. Letztlich, weil ich glaube, ich hoffe, dass ich mit dem, was ich gelernt habe, anderen Menschen den Weg ein bisschen kürzer machen kann und dass sich, ja, das einfach so, es ist so viel Schmerz in der Welt, dass ich ein bisschen was dazu beitragen kann, dass dieser Schmerz einen Ort findet, in dem er sich entspannen kann. Sehr schön. Wow. Ja, damit du hörst es wahrscheinlich schon natürlich auch mit Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, aber an der Stelle möchte ich dir ein Dankeschön sagen für deine Arbeit, für dein Herz, für das, was du in diese Welt bringst. Du bist nicht bei deinem Schmerz stehen geblieben, sondern konntest ihn zu einem ganzen Teil transformieren als eine schöne und ganz wichtige Gabe in diese Welt. Dafür möchte ich dir Danke sagen. Es war mir eine Ehre, mit dir gesprochen zu haben. Und ja, ich verlinke unter dem Video deine Website für alle, die Interesse haben, mal ein bisschen mehr zu wissen, was du so alles machst. Das ist nämlich eine ganze Menge kostbare Dinge. Also Infos zu Dami Scharf unter dem Video. Ich danke dir wirklich ganz herzlich für unser Gespräch, Dami, und lass uns weiter Licht in diese Welt bringen. Und ich wünsche dir noch einen guten Urlaub. Ja, ganz vielen Dank und vielen Dank für die Worte eben. Dankeschön.